Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an JCC 2020, die Bewertung der Gruppe G, 16. Finale. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir schauen einfach direkt rein. Ich denke mal, Punches wird auf der 1 sein. Beim Rest bin ich mir echt nicht sicher. Schauen wir einfach mal, let's go, was Julian dazu zu sagen hat. Runden schaue ich mir dann morgen an, weil ich jetzt gleich weg muss. Deswegen ist das auch das einzige Video, glaube ich, bis jetzt, was ich hochgeladen habe auf dem Kanal, was ich nicht gerendert habe. Ich lade das nämlich direkt von der OBS-Aufnahme hoch. Ehre. Einfach weil ich um 16 Uhr, nicht um 16 Uhr, um 18 Uhr weg bin. Ich bin weg, die Münder von Mythologen triefen. Ja, war obvious. Ich bin noch von der Corona-Krise nicht tot zu kriegen. Ein Sternenhagel und Huren blicken durchs Teleskop. Sie sehen futuristische Laserflows. Es ist Cypher-Samstag und wir sind bei Gruppe G. Auf Platz 1 haben wir Punches und Punches war in der Qualifikationsphase eines der Schlusslichter, nämlich Platz 25. Diesmal holt er sich die 1 und das nicht zu Unrecht. Er geht am meisten in die Fresse, hat die besten Lines, das beste Video, das beste Gesamtpaket. Autotune-Rapper sagen sogar, er gibt die schönsten Deep Throats. Eigentlich müsste ich ihm noch 10% dafür geben, dass er sagt, dass er jeden Tarantino-Film gesehen hat. Und wahrscheinlich besiege ich das System, ich hab's verstanden, ich hab jeden Tarantino-Film gesehen. Die Line habe ich auch hart gefeiert, auf jeden Fall. Generell Punches war auf jeden Fall nicht die 1, bei den anderen dreien war ich mir echt unschlüssig, so. Die waren alle drei nicht schlecht, aber auch nicht so geil wie Punches jetzt in dem Fall. Aber dann dachte ich, wer hat nicht jeden Tarantino-Film gesehen? Ich hätte ihm 10% abgezogen, wenn er nicht jeden Tarantino-Film gesehen hätte. Ich kann ja schlecht 10% dafür geben, dass er einen ganz normalen Filmgeschmack hat. Das wäre ja schon so tief aus dem Arsch gezogen, dass ich dabei eine Niere erwischt hätte, was den Nirvana Seekers wahrscheinlich noch gefallen würde. Nice. Julian heute witzig unterwegs. Punches bringt am meisten Aggressivität mit, außerdem hat er einen Ausschnitt aus dem Film 7 im Intro, den ich locker 35 Mal gesehen habe, also bestes Intro. Obwohl Michael Dress den absoluten Überboss im Intro hat, aber ich bin ja nicht selbstverliebt oder sowas. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem es von Medium zu hart wird. Dann wurde es von Medium zu hart, aber nicht ganz so hart, wie wir könnten. Außerdem bringt Punches den heftigsten Kopfnicker-Shit. Bei Punches könnte ich mir relativ locker 150% extra aus dem Arsch ziehen, aber bei 50 ist nun mal Schluss. Er ist diese Woche der Beste. Punkt. Okay, Dufresne auf 4. Schade, aber ist in Ordnung. War halt nicht so krass, aber war auch wirklich nicht schlecht eigentlich. Gibt so viel, was ich in mein Leben bereue. Doch ich erreiche nur den wunden Punkt aus vor Untergrundhitze Stunde 0. Auf Platz 4 haben wir Dufresne. Und Dufresne bringt am meisten Epicness und Atmosphäre diese Woche. Inhaltlich haut er so krass auf die Kacke, als hätte er 4 JBBs gewonnen. Also er übertreibt am meisten diese Woche. Im ersten Part bringt er eine ewig lange Reimkette. Fragezeichen, Namen schreiben, harte Zeiten, Namen zeigen, gerade bleiben, Arsch aufweiten, Aktenzeichen, Part beweisen, Wasser reichen, Standardscheiße. Das ist nicht absolut überragend oder lupenrein sauber, aber ziemlich solide. Und da sonst keiner eine Reimkette hat, hat Dufresne die solideste Reimkette diese Woche. Okay, Julian wollte ihm noch ein paar Prozente geben, damit der Punktestand nicht so schlecht ist. Kann man verstehen. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Turnier. Reicht den Teufel meine Hand, denn ich hab nichts zu verlieren. Diese Stimme in meinem Kopf flüstert, friss oder stirb, denn du kannst nichts mehr verlieren. Nein, baller Coca, puffe Weed, pump den Hennessy auf Ex und fick dein Gehirn. Ich fliege rum auf meinen Teppich. Allah, Aladdin, Aladdin, über Wasser halten, hänge wieder mit den Bildern hier am Block. Schwierige Entscheidung, meiner Meinung nach tatsächlich. Bei Michael Dress feiere ich den Rap-Style mehr und das ist generell mehr meine Musik. Allerdings war das so ein bisschen unstrukturierter, ein bisschen unauthentischer Text, leider meiner Meinung nach. Lasko hat halt gute Laune und alles Mögliche, gute Flows, macht coole Mucke, also schwierige Entscheidung. Mal schauen, wie es ausgegangen ist. Um den zweiten Platz streiten sich Lasko und Michael Dress. Lasko bringt die besten Sommervibes und am meisten Musikalität diese Woche. Michael Dress bringt den fettesten Beat mit und hat am meisten Style. Lasko wird gewinnen. Viel mehr Downloads. Diese Woche. Außerdem hat er die asozialste Attitüde. Bei Michael Dress kommt immer noch ein bisschen Medium durch, aber er bringt den härtesten Rap diese Woche. Außerdem hat Michael Dress den schrecklichsten Charakter. Lasko hat die ohrwurmigste Hook und den gute launigsten Song diese Woche. Ja, die Downloads haben es gerissen, ne? Hat man schon gesehen. Hier noch. Also, Punches, Lasko weiter, ist in Ordnung. Schade eigentlich für Michael Dress und Dufresne, weil beide keine schlechten Runden gemacht haben. Gerade die von Michael Dress fand ich eigentlich echt ganz cool. Schade. Nochmal alles auf einen Blick.
Aber es können halt nicht alle weiterkommen, ne? Bei so einem Turnier. Das ist nun mal so. Man muss sich halt immer von Leuten verabschieden. Punches, der 1 war ganz klar. Also wenn der rausgeflogen wäre, hätte ich auf jeden Fall gar nicht verstanden. Aber so ist schon in Ordnung. Gleich um 18 Uhr kommen Canton, Luise, Parker und Kamru. Oh, Kamru, ne? Da hätte ich jetzt, Digga, das wird heftig. Kamru wird heftig. Luise sieht auch krass aus vom Video her diesmal. Parker wird auch geil. Wären nice Runden, ja. Parker und Kamru. Bin ich tot, ist mir egal, was diese Bitches munkeln. Ich hab nur ewig meinen Respawn-Button nicht gefunden. Mein Leben besteht aus Huren, Ficken und Hater-Posts. Doch ich hab zu für futuristische Laser-Flows. Jo, also, werden krasse Runden. Ich denke mal, die werden dann morgen online kommen. Also meine Reactions. Ja. Das Support fürs JCC da. Link zum Original ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag, Leute. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund. Und ciao.